meine Fresse, Alter, das ist doch geisteskrank, aber nee. Es gibt wirklich Leute, die stellen sich für Punkt um 9 den Wecker, um diese verdammte Musik abzuspielen. Das ist so geisteskrank. Es ist so geisteskrank. 3 Stunden Schlaf. Aber jeder Einzelne, der hier rumliegt, der muss das auch hören. Das macht mich wiederum geil. Aber es ist einfach nur Endpsychose, Alter. Dass es überhaupt solche Musik gibt, macht mich krank. Guten Morgen! Nur zur Information, ich setze bei diesem Festival auf erneuerbare Energien. Soll ich hier noch irgendeiner beschweren, Alter? Das ist einfach der erste Mensch, den ich wach treffe. Das ist ja auch so. Wir wurden sanft geweckt, muss ich sagen. Das war angenehm, ausnahmsweise für ein Festival. Nicht mit Raw Dreck auf frühen Morgen mit 200 BPM, sondern mein Lieblingswecker heißt Sonntag und ich trotzdem nicht schön. Jürgen! Jürgen! Jetzt hören die wirklich, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Alter, ist das geil. Jetzt habe ich es verstanden. Ab jetzt bin ich mit drin. Jürgen. Warte mal, das hier ist ein Damenfuß. Ich hoffe, das erfreut euch. Oh nee, ein kostbarer Fuß. Der Mann betreibt Mundhygiene und hat gerade mies gefurzt. Was denn? Ich sehe alles, was ich sehen wollte. Ich hab mit Socken geschlafen. Ja. Das ist eine Schande. Junge, es ist 63 Grad nachts. Jetzt, ja. Ich hab meine Haut ausgezogen müssen. Ich hoffe, du hast dir die Lage gezogen. Ich hab meine Haut an. Ich bin einfach in so einer Playlist, Alter. Ich bin einfach in der Playlist dieses Mannes. Das ist so krank. Ich leg mich wieder rein. Das ist ein komisches Gefühl, sich selbst auf dem Festival irgendwo zu hören, unabhängig. Also die spielen das ja nicht ab, weil ich hier liege. Das ist wirklich krank. Ich meine, die hören die Musik einfach wirklich von uns. Moschtek, Alter, mein Guter, Grüße gehen raus an dich. Damals auf dem Break the Rules habe ich mit deinem Hammer das Loch gegraben. Also nur hohe Meere. Und mir der Geruch auf diesem Pott ist wirklich... Junge. Knoblauchbrot. Das erste Knoblauchbrot wird genossen mit Sucuk. Das ist der verdammte Lifestyle. Ich habe meinen Körper völlig zerstört bis 5.40 Uhr oder so. Dann 3 Stunden geschlafen und jetzt versorge ich meinen Körper mit den wichtigsten Nährstoffen. Ein bisschen Fett mit Salz. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Oh. Auf dem Weg habe ich den echten Tindling gefunden. Er lebt hier. Ja. Seit 4 Jahren. Ich bin da der Outdoorling. Bin ich eigentlich der Einzige, der gerne Wasser mit ein ganz kleines bisschen Cola trinkt? Ich finde, das ist das Geilste, was es gibt. Überlegene Technologien. Alter, Junge, ist das krank. Nee. Also ich habe Burger gegessen. Aber das hat sogar im Auto über Nacht übel runtergekühlt. Bist du von YMCA? Ich habe mir ein Goldbräu gestellt. Ich bin von den People Villages. Haben wir schon mal. Haben wir eigentlich. Ihr seid ja absolut nicht mehr zu retten, Alter. Sehe ich irgendwas falsch? Sehr kühl, danke Herr Herzberg. Danke an das Mädchenvieh. Wann ist denn eigentlich die nächste Mindestparty? Die Mindestparty Xi. Genau, Xi. Get on my level. Superfahrer wurde gerade eingerenkt. Ich nehme wieder los. Bitte nicht
Was denn? Frühstück. Das muss ziehen. Schmeckt's? Mmh. Wie bei Muttern. Ach, 9 Euro das Ding. Ja, nee, es war was anderes. Sollen wir es der Schlüsseldienst hier, wenn ich die Musik so höre? Krasser Rap. Mann, näher bitte. Noch näher. In mich. Nee. Das kann der Bild der See. Seht man zum See? Ich sauf den See, wenn ich das ausgesoffen habe. Das hat übrigens 83%, 88% sogar. Nudeln. Auch sogar mit Limette, du. Natürlich. Ja, das ist halt. Das sind die 6 Euro. Das hat mich so überzeugt, wahrscheinlich. Der war cool. Die Limette macht's einfach. yummy, yummy. Das ist ein Restaurant. So kalt das Wasser. Ich wäre gern mitgegangen, aber dann werde ich als Boje gehandelt und dann werde ich umgefahren. Da hinten ist schon die Bierlieferung, das sieht sehr gut aus. Der Abend ist gesichert. Ihr seht es zwar zu spät, aber ich kann auf jeden Fall den Verzehr des Knoblauchbrots nicht empfehlen. Mir ist unfassbar schlecht. Grüße gerne massiv raus an meinen Guter. Rieche, dann noch Bumbu. Boah, was ist denn das? Ich will auch kurz. Alter, was ist denn da? Ich bin ein Mensch. Henry, das ist Bumbu. Doch, so schlimm, ja? 10 Subs, wenn du selbst. Nee, lieber nicht. Junge, hab's sieht. Alter, was zum Geier? Wo sind wir hier eigentlich? Junge! Ich könnte nicht so viel sagen, Max, aber. Durch dieses Getränk ist das aus meinem Mund rausgekommen. Habe ich vor 2 Stunden gegessen. Oder die lacht sich aus. Oder Bier. Was? Oh, dieser verdammte Staub, Alter. Jetzt knistert zwischen den Zähnen. Wir warten jetzt quasi ein schönes Sticker weg. Die holen gerade die besten Sticker dieser Welt. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser für die Eimer, weißt du? Wir warten, dass er nicht direkt in die Eimer reinreißt. Ihr seid mit dabei, oder? Ihr beide seid mit dabei. Bierpong. Ich interessiere mich nicht primär für die Dösenöffnung. Soll ich es öffnen? Ja, gut. Ich kann Dosen öffnen. Ich bin qualifizierte Dosenöffnerin. Ich hab gekocht, Kinder. Da kommt dann nicht deine Musik rein. Was ist der Fehler in diesem Bild? Du hast kein Bier. Richtig. Ding, 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 ding. Weil jetzt, ach Junge. Muss nicht schmecken, muss wirken. Link zum Göffel ist in der Beschreibung. Oh, das schmeckt aber wirklich gut. Ich hoffe, es wirkt trotzdem. Oh. Die Männer warten auf ihr Mittagessen. Ja. Feinste Roasted Duck. Muss nicht schmecken, muss wirken. Wir haben Beef. Ich hab Beef. Und ich hab Duck. Gehe ich jetzt in die YouTube-Geschichte ein, werde ich jetzt in Videos thematisieren. Wasser überall. Oh, nein. Lass es euch schmecken. Eine spontane Hot Chip Challenge wird hier gemacht. Das macht mich so geil. Spontana. Und beide merken gerade, oh, das war blöd. Das knallt ordentlich. Beste Idee, ever. Willkommen zum Vorteil.
Aber beide auf das. Der Kollege auf der ja! Der Kollege auf der rechten. Haben wir heute eigentlich schon mal angestoßen? Angestoßen heute, ja? Warum hast du zwei Bier? Weil das ist nicht. Ja! Jawohl! Oh! Du hast gewonnen jetzt die Münze? Ja! Bobby! Ja! Ja! Statement? Ist scharf. Ja! Der Mann hat selbstverständlich mit den Fingern seine Augen angefasst. Ich denke, das gefällt euch allen. Ich distanziere mich von jeglichen Trinkspielen. Feinste asiatische Speisen. Schwierigkeitsgrad. Ja. Entschuldigung, rechter Fuß auf blau. Der Fuß muss in mein Maul. Meiner? Nee. Mann. Rechte Hand auf grün. Gyros. Das ist nicht türkisch, das ist Schweinefleisch. Rechter Fuß auf rot. Ohne Ehre. Meister. Wie geht's dir? Ja, ich bin etwas verbrannt. Alter. Wie geht's dir? Ist das eine Brandblase? Nee. Nee, ich hab hier sowas wie ein Mal. Wie geht's dir? Aber das ist keine Brandblase, das habe ich schon ewig. Ich hätte eigentlich meine Schlappen mitnehmen wollen, aber meine Schlappen bedeuten mir so viel, dass ich das nicht mir vereinen könnte, dass ich die verliere oder kaputt mache. Rei dich ein und komm mit. Ich habe einfach nur zu viel getrunken. Liegt die ins Vieh? Ich habe die Schlappen bewusst nicht mitgenommen, weil ich die entweder verloren oder kaputt gemacht hätte. Und dann kriegt er jetzt die. Ich will die verfickte Soundbox, schickt mir Soundbox 3. Ich hab da gefragt, ob ich eine mitnehmen soll. Ich hab ja gesagt, dreimal ja. Sag ich ja. Also wenn alle im Auto, wenn alle Boxen der Leute leer sind, muss man halt ins Auto gehen. Also Jägermeister mit Pepsi Max ist wirklich sehr schmackhaft. Statement? Bitte löscht das, Musik ist aus. Es ist kein Empfang. Batterie ist morgen eh leer, also egal. Hast du eigentlich schon mal am Steuer gesoffen? Nee, warte, ich muss erst wirklich, das muss erst, löscht die Szene. Das kann nicht sein. Die Szene wird auf keinen Fall gelöscht. Geht das nicht? Er zeigt sich doch mal. Ich bin da. Ich höre der Box. Das ist es. Die wird jetzt eingeladen. Ja, Junge. Wie bitte? So. Vielen Dank nochmal an den edlen Spender damals. Und Grüße ans Medenvieh. Haben wir heute eigentlich schon mal angestoßen? Ganz vergessen. Alter, wo ist denn dein Bier? Es funktioniert. Das Auto funktioniert. Komm mit. Und rei dich ein. Ernst? Ja, meiner auch. Zerlegen, zersägen, die Frage zerschlagen. Du bist ein wunderschöner Mann. Ich muss hier an der Stelle erwähnen, ich hätte gerne meine Schlappen mitgenommen, aber meine Schlappen haben so eine gute Bedeutung, dass ich die nicht verletzen, verlieren oder kaputt machen möchte. Deswegen habe ich sie nicht mitgenommen. Deswegen habe ich jetzt widerliche Converse-Schuhe an. Für 60 Euro. Ja. Das ist mir wert. Das ist mir mehr wert als meine Schlappen. Käferdeckner bist. Ey, Junge! Ich
bin mega magersüchtig. Vielen Dank für den Teddy. Gar kein Problem. Ich habe absolute Probleme. Ich bin ein Problem. Stoßt erst mal an. So, ich muss saufen. Stopp. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Genau jetzt ist der Punkt eingetroffen, wo ich nichts mehr Alkoholisches trinken werde, weil ich diese Schlappen sehr gern habe und die Person, die mir die Schlappen geschenkt hat, schätze ich zu sehr, dass die Schlappen nicht dabei habe und die Schlappen nicht verlieren möchte. Das ist echt pervers geil. Junge, Alter. Kunde. Kunde, Alter. Cooles. Sonnenuntergang auf dem Zeltplatz. Essen wird gefasst. Alter. Statement? Ich brauche was zu trinken. Wer heute auch wieder dabei ist, der echte Glatznavi. Geil. Heute wird sich flüssig ernährt. Der Mann ist kahl. Bitte ein Statement zum Nachtschlaf. Gib mir mein Licht. Ich wurde geweckt. Wir sollten dich da wecken, das geht jetzt erstmal richtig los. Achso, das ist meine komische Isomatte. Junge, der letzte Abend. Alter, das ist übrigens alles Staub. Meine Lunge. Hast du eine Staublunge? Ich hab alles mögliche in der Lunge. Es geht doch nichts über die gute alte Kopflampe. Feinste frittierte Speisen. Dankeschön. Was soll denn das? Kuhmilch ist Mord. Junge, das ist absoluter Mord. Mahlzeit. Melkfett. Maulzeug. Statement zu Justin Polnick. Junge, ich glaube, das braucht keine Aussage. Hast du Zwiebeln da drauf? Was? Ich mag ihn gerne oder Tomaten. Nee, Tomaten habe ich weggelassen. Ich will die essen. Die sind aber weg. Nein, die Zwiebeln sehen. Ja, Junge, ich will die Zwiebeln haben. Die Zwiebeln bleiben bei mir. Ich will die Zwiebel. Nein, doch. Nein, die bleibt bei mir. Ich will die Zwiebel. Auch wenn du so auskotzt, ich will diese Scheiße fressen. Ich werde dich enthaupten. Ich enthaupte dich? Keine Mahlzeit darf undokumentiert bleiben. Warte, da ist eine Zwiebel. Da ist eine Zwiebel. Und noch ein Burger. Der ist viel zu klein, der Burger. Sieh es mich an. Mega lecker! In your head! Yeah, you're okay, Annie. Konzert, verdammte Scheiße. Und da setzen sich alle runter auf den Boden.
alle runter. So schnell es geht. Das war Plastik. Und das ist Metall. Was? Also die Leute, wo wir gerade waren, waren sehr spendabel. Du meinst, sie waren nicht anwesend? Die haben gesagt, nimm mit, was ihr möchtet. Das dem haben wir nicht abgeneigt. Ich hoffe, du hast das weit weg geklaut. Und nicht hier bei unseren direkten Nachbarn. Wir sind ungefähr eine halbe Stunde gelaufen. Wir? Ja. Gute Besserung. Schizophrenie. Nichts. Also, seit 2 Stunden laufen wir jetzt hier hin und her und ich halte schon... Zum Umlagern. Seit... Ich halte für 23 Leute das Bier und das... Gesöff. Das ist übrigens der Chavez. Chavez. Jetzt gibt's feinstes Gyros. Viel Tzatziki würde, das wäre geil. Oh, vielen Dank. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr fein aus. Jetzt tritt hier Nelix auf. Der hat eigentlich eine viel größere Bühne verdient. Hier ist komplett überfüllt. Scheiße, Mann. Das regt mich echt auf. Ich habe so eine massive Staublunge. Und mittlerweile bin ich mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Bleibe ich jetzt auf dem Zeltplatz oder dort? Ich bin so unfassbar fertig. Meine Oma wird heute 80 Jahre alt. Ich bin dann auf ihre Geburtstagsparty abends. Junge, was mache ich denn für eine Figur, wenn ich dort nicht mal richtig reden kann? Aber ich werde trotzdem noch durchziehen, solange ich kann. Übrigens bin ich jetzt so, ich würde mal sagen, bei 37, 38, wenn nicht sogar 40 Kilometern. Ich weiß nicht, wie oft ich zwischen Zelt und der Stage hin und her gelaufen bin am Tag. So gegen 17:30 waren es so 25 Kilometer auf der Uhr von der Nathalie. Also, Festival hält auf jeden Fall jung. Also, ey, ich meine schlank, nicht jung. Jung ist Quatsch. Ich fühle mich 5 Jahre älter schon. Zurück auf den Zeltplatz, also Tintingen nicht. Der Superfahrer hat säckeweise Pfand gesammelt. Wir haben keinerlei Platz im Auto, um das zu transportieren. Das ist wirklich krank. Meine Powerbank, wo ist er? Aha. Kabel? Gott, es blendet etwas hin. Wie bitte? Ich habe für dich. Jetzt filmt er schon wieder. Wann legst du auf? Ich habe für dich ein Backstage gesichert gehabt, aber du bist ja nicht hier, deswegen bin ich jetzt hier. Aber jetzt bin ich hier und ich gehe ins Bett. Das war's mit Break the Rules Festival. Fickt euch alle hoch und so. Falsches Festival war noch. Nee, nee, das war genau das Richtige. Ich habe Rock am Ring genossen. Ah. Selbst mich ist irgendwie. Ja, ich fand Hurricane auch ganz gut. Er ist ohne Ehre! Habe ich auch mehrmals gerufen.
Das ist so weit, Junge, Alter. Ja. Ja, diese Beine sind dreckig, aber ich weiß nicht warum. Das ist das Problem an der Geschichte. Diese Beine sind dreckig. Ich weiß ganz genau warum. Ich war gestern noch Backstage bei Nelix. Deswegen bist du so dreckig. Deswegen bin ich so dreckig. Und ich habe Staub in den Flöhen. Einen geschenkten Gaul spuckt man nicht ins Maul. Oder wie geht das? Wie geht's hier? Das ist übrigens mein Punkt. Ich muss echt sagen, das läuft sehr gut. Läuft, ja. Läuft aus. Du machst das besser als der Mensa. Nee, das ist noch zu groß. Aber mein Ansatz ist deutlich professioneller als der von Mensa. Du hast auch mehr Haaransatz. Dank dem YouTube-Tutorial bin ich auch fertig mit dem Zusammenfalten. Statt zu helfen, filme ich das alles. Und das macht mich zu einem sehr nutzlosen Mitglied der Gesellschaft. Aber ich bin wirklich sehr stolz darauf. Es ist so geil. Es ist so wunderschön hier. Es ist wirklich die Endzeit. Ich meine, bald, wenn das alles so weitergeht, dann werden wir nur noch so leben. Aber es gibt eine Menge Fans hier, das reicht doch völlig aus. Wir haben einfach ein paar Bögen hier gelassen, die anderen. Alter, Junge. Aber das ganze Leergut ist schon krank. Verspeisen sie Arsch. Während wir die Müllsäcke zusammensuchen, um die 5 Euro zu bekommen, haben wir einfach ein Biernest gefunden. Das ist einfach alles noch voll. Der Junge, ist das krank. Ich würde es auch gerne so. Hab die einfach vergessen. Heide Witzka. Awesome. Hallo, was soll denn das? Alter Junge, es ist so warm, es ist so heiß. Wir müssen ein Gedicht. Massive Weltuntergangsstimmung herrscht. Alter, ist das krank. Sind Sie überhaupt fahrtüchtig? Ich würde dich bitten, das rauszuschneiden. Wie bitte? Bitte rausschneiden. Ich habe dir Frühstück mitgebracht. Nee, ich bin satt. Das ist mein Ernst. Ich habe das jetzt nur wegen den Gepäckstücken gemacht. Nein, er verpisst dich jetzt. Nimm es dran. Alter.